Mit den Worten meiner Herzensliebe und den Schwingungen im Christuslicht begrüße ich dich mit den Worten und den Tönen von Omartasat. Ich bin Lady Nada, gerufen von dem Impuls deines Herzens, gerufen von dem Christusfeld deiner Liebe, dir zu zeigen, was es bedeutet, wenn Lady Nada das Wort an dich richtet. Dir zu zeigen, wie schön und einfach es sein kann, sich in die Hände eines liebenden Wesens zu geben und sich auch einfach einmal fallen lassen zu können und für diesen Moment der Worte der Liebe, welche ich an dich richte, alles, was dich belastet, zu vergessen, dich einfach tragen lassen von der Energie der bedingungslosen Liebe und Fürsorge. So werden dich meine Worte innerlich berühren und tragen. Sie werden wie ein Mantel oder eine weiche Decke dich einhüllen und schützen. Die Energien der Christusliebe tragen deine Seele in das Feld des höheren Bewusstseins eines Lichtarbeiters, denn du, mein lieber Mensch, trägst das Licht, das Christuslicht in dir, und dieses Licht möchte ich heute verstärken. Ich möchte dich erfrischen und aufbauen und dir zeigen, wie wichtig du uns Engeln bist. Ich möchte dir vor Augen führen, dass alles, was du tust, jedes Wort und jede Tat, von uns Engeln so hoch geschätzt wird. Und dafür möchte ich dich in der Christusliebe baden. Und wenn du magst, dann gebe mir dein Einverständnis. Ich werde dich einladen in mein persönliches Sternentetraeder, um dir dort die Wellen meiner Liebe zu überbringen. Und wenn du einverstanden bist, nenne innerlich deinen Ursprungsnamen. Oder bitte deine Seele, sich zu ihrem Ursprung zu bekennen. Und in diesem Augenblick öffne ich dir mein Sternentetraeder. Trete ein. Du bist mir so herzlich willkommen und du bist mir sehr wohl bekannt. Nicht umsonst hat sich diese Gruppe heute eingefunden. Und so möchte ich dich beschenken mit den Energien der Christusliebe aus dem Christusfeld. Und so fließt nun in dich ein die Energie der Fürsorge, die Energie der Erlösung, die Energie des Schutzes
die Energie der Heilung. Die Energie des Friedens. Lasse dich fallen, soweit es dir möglich ist, und nehme diese Geschenke an. Und nun rufe ich die Engel der Freude, die Engel der himmlischen Freude, denn das, mein geliebtes Kind, möchte ich dir zeigen und geben. Ich möchte, dass du noch viel mehr in der Freude lebst als wie bisher. So senden dir die Engel der Freude diese wunderbare Energie. Es ist die himmlische Freude, welche keine Bedingung benötigt. Sie ist einfach da. Sie ist für dich da. Empfange. Lady Nada möchte, dass du dein Leben in Leichtigkeit leben kannst. Dafür sind diese Momente der Energieübertragung wie ein Balsam für deine Seele. Du kannst dich erholen von den Lasten deines alltäglichen Lebens. Mit Freude neue Aufgaben beginnen. Die anderen Menschen werden in dir erkennen, dass das helle Licht deiner Seele sich mit dem Christuslicht und mit der Christusliebe vereint hat. Sie werden ein Strahlen in deinen Augen entdecken. Können es sich vielleicht nicht erklären, aber du wirst sie in ihrer Seele berühren. Es ist dein Blick, welcher das Licht trägt. Du befindest dich immer noch in meinem Sternentetraeder. Vielleicht kannst du auch die Farben und Formen, mit denen dieses Tetraeder gestaltet ist, erkennen. Es sind die Farben meiner Seele, meines Wesens. Und ich freue mich sehr, dass ich dich heute so nahe bei mir habe. Gebe mir deine linke Hand, deine geistige linke Hand. Ich werde auf deine Handfläche einen kleinen Energieball legen. Es ist der Energieball der Liebe von Lady Nada. Und diesen Energieball trägst du nun fortan in deiner Hand und er wird dich daran erinnern,
dass es viel einfacher ist, dein Leben in Leichtigkeit und Freude zu leben. Er wird dich daran erinnern, wie es ist, die Seele von Lady Nada gefühlt zu haben. Und so ist dies ein Geschenk, was ich dir aus ganzem Herzen mitgebe. Du könntest, wenn du einem Menschen eine Freude machen möchtest, oder wenn du fühlst, dass ein Mensch traurig ist, mit deiner linken Hand ihn berühren und deinen Fokus darauf legen, dass sich dieser Energieball aktiviert und in dem Moment die Energie der Erlösung und der Liebe übertragen wird. So trägst du nun ein kleines Werkzeug als Geschenk von mir. Und ich denke, du weißt, welchen hohen Wert dieses Geschenk in sich trägt. Und nun darfst du mein Sternentetraeder wieder verlassen. Heute Abend, wenn du schläfst, lade ich deine Seele noch einmal ein. Und werde dir in deine rechte Hand noch einen Energieball von mir schenken. Und so freue ich mich schon sehr, dich wieder empfangen zu dürfen. Die Engel singen das Lied der Freude und begleiten dich in bedingungsloser Liebe zurück in deinen Raum. Und ich, Lady Nada, verabschiede mich von dir in der Schwingung meines Seelenlichtes mit den Worten von Ananasha.